Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum Donnerstagabend-Video. 23.30 Uhr bin ich natürlich wieder live auf Twitch. Kommt gerne vorbei, wir gucken mal, was heute rauskommt. Neuer Song von Jizzes und Bones, aber jetzt geht es erstmal um Amo. Bei Amo hat es sich so ein bisschen eingepegelt, dass er seine Songs immer mittwochs rausbringt. Viele fragen immer, warum. Das Ding ist, irgendwann wurde mal entschieden, dass von Donnerstag 0 Uhr, also 23.59 Uhr, sag ich mal, bis zum nächsten Donnerstag 23.59 Uhr, alle Streams und Käufe etc. für die Charts zählen. Und ja, heutzutage ist das nicht mehr ganz so relevant, sind wir mal ehrlich. Es geht eher darum, gegen die Masse anzukommen. Und da ist es natürlich schlauer, früher als die anderen zu releasen oder so. Oder auch später, wie zum Beispiel Jizzes Bones manchmal mit ihren Videos, damit man einfach nicht mit dieser Masse um 0 Uhr donnerstags released und ja, so ein bisschen so einen eigenen Spot hat. Amo, muss man sagen, hat eine geile Entwicklung hinter sich. Also generell, muss ich sagen, hat er sich nach dem ganzen Rap-La-Rue und so weiter echt krass entwickelt, was Connections angeht, was Signing angeht und auch was Songs angeht. Was ist euer Favorite Song bisher von ihm? Ich muss ja immer noch sagen, Amo à la Amos hat Spaß gemacht, aber bei Champions League war er ja auch am Start und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich ein Ticken enttäuscht, weil der Part war sehr, sehr kurz. Ich konnte mir irgendwie gar keine Meinung bilden, aber, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum das vielleicht zu kurz war. Viele meinten, es wäre vielleicht eine Hörprobe von dem Song, der dann einen Tag später kam. Wir gehen jetzt als allererstes in die Champions League Folge von vor ein paar Tagen und hören ganz kurz nochmal den Part von Amo an und dann gehen wir mal gucken, ob das wirklich eine Hörprobe war. Hip, hip, hurra, Bitch, mir geht es super. In 5 Jahre hab ich Witch Breaks in mein Zula, die Kiste ein Hurrikan mit Fitness in Hummer, doch das wichtigste Brass. Okay, so, und jetzt gehen wir rein in den neuen Song von Amo und zwar A General. A General. A General. Ja, eher wahrscheinlich sowas. Produziert von Svern Beats und Video von Tylo, Mix von Felix natürlich wie immer, Mastering von Niklas Neumann. So, und jetzt bin ich bereit für, ich denke mal, das ist ein Sommersong, oder? Jawohl. Ja, ja. Es ist Sommer. Ich bin ready. Oh, ich glaube, das ist aber nicht die Hörprobe. Champions League Kicker mit Haschisch, pures Twizzler, aktiv, coole Filter, oh. Knackpies, so wie Pickups, Marine-Stützpunkt mit stabile Rüstung, Wachs gibt Haschisch. Was? Slam aktiv, coole Filter, Knackpies, so wie Pickups, Marine-Stützpunkt mit stabile Rüstung, Wachs gibt Haschisch. Marine-Stützpunkt, einfach voll die One-Piece-Vibes gerade, what the fuck. Haschisch, Pralinen-Füllung, kein Lügner, Pinocchio, yalla, komm in die Wohnsiedlung, ein paar Wochen, du wirst kurios, Check F perfekt, wie vom Start zu Ja, wisst ihr, was ich gerade liebe? Ich liebe die Beats, die gewählt werden. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die ganzen Künstler von Icon, Rap, La Rue und so weiter danach auch nur Afro-Trap, Ghetto-House, weiß ich nicht so halt, ne, diese Dinger machen. Aber ich muss sagen, ich mag diese Beatwahl. Ist ein bisschen oldschool von den Drums her und so weiter, aber es hat halt diese Marseille-Types trotzdem, ne? Es hat trotzdem so einen anderen Vibe als jetzt so Oldschool-Beats komplett. Mein Rap-Komplex wie der Mars-Rover-Bau. Paar Kanaken machen an die ganze Utijara. Pinata-Party, wenn man Kombi-Schulden nicht bezahlt hat. Cover-Attacken mit paar geladenen Waffen paraten. Jalla, wir haben Kämpferherz wie Shiki Wara. Hudi scheißt auf sein Talent, ist jetzt in Ares. No, no, leg die Stütze in Atlas. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, Amo entwickelt sich zu einem stabilen Künstler, finde ich. Also, was heißt entwickelt? Also, ein stabiler Künstler war er schon. Aber ich finde jetzt von der Musik her, ich werde immer wärmer damit, Alter. Ich finde das immer angenehmer, was er macht. Ist das gleiche so wie bei Shabab zum Beispiel? Bei Shabab bin ich auch der Meinung, der liefert wenigstens noch ab, so. Ansonsten ist er halt schwierig irgendwie, ne? Mit leerem Magen, an schweren Tagen in meinem Boulevard. Schwing ich Macheten wie ein Boomerang. Doch heute schwing ich Macheten wie ein Boomerang. Wenn ich mir das nur vorstelle, ne? Heute im Leben meines Superstars. A-General, A-General. An schweren Tagen in meinem Boulevard. Schwing ich Macheten wie ein Boomerang. Doch heute im Leben meines Superstars. Ah, das ist doch Barcelona, ne? A-General, A-General. Ey, ich muss sagen, ich finde auch seine Hooks stabil. Also, ist ein sehr chilliger Vibe gerade, muss ich sagen. Sehr. Also, er zeigt auf jeden Fall, dass er halt mit Amo à la Amos und so weiter auch so ein bisschen härtere Sachen machen kann. Aber er zeigt halt auch Abwechslung, dass er halt auch für den Sommer, sag ich mal, uns ein paar Dinger rausdroppt. Ich bin mal gespannt, ne, wenn der richtige Sommer mal langsam anfängt, was wir da so für Songs bekommen, ne? Hinter uns Cops, Witch geht's Zeugen oder gehst du bankrott? Fuck auf, ein Hallo kam hin aus Nahost, ging zurück nach Nahost, weil noch immer Passjock. Manchmal Harra, manchmal anständig gekleidet. Wer scheiße aussieht, dem
behandelt man nicht scheiße. Mein Typ beträgt den. Ist leider echt so, ne? Ist so. Von außen wird man immer so beurteilt, Alter, egal was man anhat oder so. Bei mir sind Fans dran wie Nippelhaare, was? Was war? Fick den Atem, Line, Sittens, bitte, Basti. Heute sind ein paar Fans um mich herum, die geben Nippelhaare. Fischer Hut, stoned auch im Interview. Bros laufen mit Elektroschocker, sind wie Pikachu. Matrosenbunker unter Matratzenpack. What the fuck, die Zeilen, Alter. Mit Elektroschocker, Pikachu. Am Anfang hatten wir eine Pinocchio-Line, dann hatten wir noch ein bisschen One Piece. Jetzt haben wir, ne, in die Pokémon-Richtung. Ich finde das irgendwie angenehm, muss ich sagen. Also, es klingt für mich alles nicht so übertrieben auf Gangster, übertrieben auf Straße oder so, sondern irgendwie. Einfach er, wisst ihr, was ich meine so? Ich finde das nice. Also ich finde, er hat noch kein so richtiges, hat er für euch ein Image? Das würde mich mal interessieren. Was stellt Amo für euch dar? Das wüsste ich gerne mal. Drogen gehen mal hoch und so wie Kobolde, Parasante, Ganoven. Natürlich der S. Ist jetzt in Ares. No. War das Gio? Ey, bei Gio habe ich auch öfter jetzt so Kommentare gelesen. Ja, der ist voll overrated und weiß ich nicht was so. Ich muss ehrlich sagen, ich mag seine Mucke. Ich meine, sein Rap und so weiter mag jetzt vielleicht nicht auf Kollegah-Niveau und weiß ich nicht was sein so. Aber ich finde halt seine Art, wie er diese, ich sag mal, Samples benutzt und auch generell aus welcher Ecke, sag ich mal, eher so die Samples und Cover benutzen und so weiter, finde ich halt relativ einmalig. Also ich finde, es gibt zu wenig Leute, die West Coast, G-Funk oder sonst was irgendwie in Deutschland machen. Und deswegen bin ich echt froh, dass Gio das macht, ne? Mit leerem Magen, an schweren Tagen in meinem Boulevard, schwing ich Macheten wie ein Boomerang, noch heute neben meine Superstars, A-General, A-General. An schweren Tagen in meinem Boulevard, schwing ich Macheten wie ein Boomerang, General. Ich habe am Anfang ja kurz gesagt, dass ich so ein bisschen so diese Oldschool Jules Marseille-Vibes habe. Ich meine, so oldschool ist das gar nicht, ne? Ich meine, die Kick ist zum Beispiel so wie bei Hausmusik gesetzt. Es ist, glaube ich, einfach nur diese Snare, diese unglaublich knallende, na, knallende jetzt nicht unbedingt, aber so eine präsente Snare, die das Ganze irgendwie so in diese Retro-Richtung macht und irgendwie hat das da, ach, ist auch wurscht, Alter. Ich mag solche Beats, egal wie sie heißen. Ist halt ein bisschen, ich hätte doch jetzt eher am Ende gesagt, das ist wie so langsamer Ghetto-Haus, irgendwie sowas. Aber hat auch eine stabile Stimme, der Typ, ne? Also ich muss echt sagen, ich werde dafür bezahlt. Ich muss sagen, ich verfolge echt gerne die ganzen Newcomer und Underground-Künstler zurzeit, weil ich das Gefühl habe, bei denen wieder so einen gewissen Hunger zu spüren. Wisst ihr, was ich meine? So diesen Spaß an Musik, aber andererseits natürlich dieser Hunger, dass man was erreichen möchte. Und das hat man halt einfach bei den alten Künstlern nicht mehr so häufig und so authentisch, sag ich mal. Und bei den neuen Künstlern, finde ich, hat man das, ne? Und ich finde zum Beispiel, ein Amo hat überhaupt nichts irgendwie, was irgendwie unangenehm ist, wo ich mir denke so, ah, Bruder, das ist irgendwie so unauthentisch oder so, weiß ich nicht was. Finde ich, hat er nicht. Überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, wir sehen uns 23.30 Uhr im Stream. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ansonsten bis dahin. Peace.